Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Ghost. So, heute geht's wieder rein in das Ding. Hopp, hopp, hopp. Ja, ja. Zieh! Der da nicht hoch oder was? Wo ist die Ratte? Da hin. Schnell, schnell, schnell weg. So. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist geil, wie das Licht angeht hier, Mann. Oh ja, das machen wir gleich nochmal. Wir machen das Tor davon auf. Und die ganzen Warptore oder wie die Dinger hier sind, die machen wir dann später. Das ist völlig genial, ey. Hier kannst du voll unendlich das Zeug abholen, ne? Finde ich gut. Ich hatte mir erst über Sorgen gemacht, wo ich alles finde, aber. Ob ich noch irgendwo welche finde. So. Dann lass uns mal reingehen hier. Nimm mal den Dicken mit hier, wa? Ah ja, das hier habe ich mal gesehen schon. Übersetze örtlich fremde Übertragung. Warnung. Impfstoff Entwicklungsprogramm abgebrochen. Herrscher Eibrut Objekt Projekt abgebrochen. Lebende Exemplare elementiert. Gebäude sofort. Mhm. Schnell was trinken. Halt. Dahin. Gebäude was? Wo finde ich das jetzt hier aus der Meer? Gebäude sofort räumen. Dieser Raum scheint biologisches Archiv zu sein, das mehr als 40 einheimische Eier in verschiedenen... Aha, das ist das. Gut. Alles klar. So, muss ich jetzt gleich hier runter? Oder gibt es da drüben noch was? Da komme ich da eh nicht hin, ne? Komm. Ich wollte es speichern. Aber... Heilige Kacke! Are you here? Ja, ich bin hier. The others came, Alter, das ist ein Viech. Alone, they bored me. Now they're gone. And instead, hab ich dich. I have you. Ich will dir nichts tun. Kann ich das irgendwo nochmal lesen, was der mir erzählt hat? Ich glaube nicht. Du bist hier, um zu spielen? 1000, was? Die anderen kamen, aber sie spielten allein. Sie langweilten mich. 3000. Nun sind sie fort. Und stattdessen habe ich dich. Wo muss ich denn hin hier? Muss ich jetzt hier einfach runterhippen oder was? Ich habe keinen Plan. Kann ich hier runterspringen? Na, sieht so aus, oder? Ich werde müssen. Alter, das ein Teil ist mir schlecht. Lass mich mal hier runter. Ungewöhnlich passives Verhalten Muster der Raubtiere in der Nähe festgestellt. Ursache unbekannt. Wo ist das Teil? Nähe hier. Wo soll ich denn hin, Baby? Das ist so ein Warper eigentlich, ne? Du musst... Ah, guck mal da. Geht die jetzt hin, da?
Weil das habe ich mal gesehen schon hier. Also ich... Die müsste doch irgendwo... Da ist auch ein Tor hinten. Da war mal eins oder was weiß ich. Oh Gott. Wenn die könnt ihren Haps machen wahrscheinlich. Und wir werden Matsche. Schwimmt die jetzt hier nur rum oder? Gibt's hier jetzt noch irgendwie Action? Dreht hier ihre Runden? Warte mal. Scans der Umgebung zeigen, dass das Wasser hier reich an einer seltenen planktonähnlichen Lebensform ist, die von den organischen Überresten abhängig ist, die vom umgebenden Ökosystem erzeugt wird. Und du hier? Oh, kleine Fischi, komm mal her. Boah! Mu. Das ist ein Ding. Eieieiei. Ionenwürfel einsetzen. Warte mal, ich muss noch mal Luft holen. Können wir den nicht weiter... Welcome aboard, Captain. Ja, warte doch, Baby. Ich glaube, ich muss hier... Willst du dich jetzt wieder hin hier? Weil die tut uns durch. Also, ich glaube, wir müssen... Irgendwie, was mal... Die Babys sind da drin, glaube ich. Meine Jungen wollen schlüpfen, draußen spielen. Wir waren so lange hier drin. Die anderen kannten den Weg nach draußen. Ich fragte sie danach, aber sie konnten nicht verstehen. Wenn du mich verstehst, kannst du helfen. Wenn du helfen kannst, werde ich dir erzählen, was die anderen so dringend wissen wollen. Was soll ich denn jetzt machen? Da ist ein Datendownload, ne? Ach nee, die Eier fallen lassen. Brutkasten, Enzyme zum Schlüpfen bringen. Kann ich aber nicht machen. Und nun? Kann ich aber scannen? Meeresherrscher-Ei. Ja, wie denn? Brauche ich hier noch was? Was soll ich denn machen, Baby? Ich muss mal hier rein, ja. Schön zurückflip, brauchst du Platz oder was? Da ist die lieb. Er hat freigepustet. Können wir wieder einen einsetzen hier, wa? Das glaube ich mit dem hier kommen wir wieder hoch, ne? Weil wir ja original. Du hast mir gegeben, wonach ich fragte. Ich gebe dir, was du suchst. Meine Jungen kommen nicht gewaltsam aus ihren Schalen. Sie müssen dazu überredet werden. Das konnten die anderen nicht erkennen. This secret willingly. I hope I will not be disappointed again. Ich vertraue dir dieses Geheimnis gerne an. Ich hoffe, ich werde nicht wieder enttäuscht. Was? Dann Donut. Ja. Datenbank. Was war jetzt? Dieses Gerät enthält. War ich hinten? Nee, war ich. Scheiße. Ich hätte alles durchgucken sollen schon. Mist. Oh. Fuck, guck mal her, jetzt, ich klick das mal alles kurz durch hier. Die hat da irgendwas erzählt hier, warte mal.
Du hast mich. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Vertraue dir dieses Geheimnis gerne an. Welches Geheimnis? Eier. Das können wir denn. Flugschaffe. Bab. Schöne Theorie. Da war ich ja gerade, Mensch. Mehr Seedrachen-Eierschale. Technologien. Warte, das haben wir doch alles schon. Neptun-Rettungsrakete? Gut, machen wir zu, erstmal, ein bisschen Durchsicht haben. Egal. Vielleicht können wir das jetzt aufmachen. Wo ist sie denn? Kommt sie? Ja, mache es jetzt. Gerade ein bisschen überfordert hier. Kann ich den hier nicht drücken? Hab ich irgendwas gekriegt hier von deren Höhe? Kann hier nichts machen, Baby? Was? Achso, was hier so? Inkubator. Kann ich auch nicht drücken? Warte, Inkubator, wir lesen. Ah, das macht mich verrückt. Daten-Downloads, fremde Daten. Terminals. Inkubator. Dieses fremde Gerät ist eine Art Brutkasten und intravenös mit dem Eiergelege in der Nähe verbunden. Mit aktiver Energieversorgung können damit Nährstoffe direkt in die Eier eingebracht werden. Na schön. Was soll ich denn jetzt machen? Krieg ich das jetzt denn auf hier, Baby? Kannst du mir mal helfen? Alter, ist das ein Viech. Ja, Baby, ich wollte ein Foto von dir haben. Ja, wie krieg ich denn das Ding jetzt hier an? Muss ich hier noch irgendwas machen? Ach, naja. Nee. Ich weiß es nicht. Muss ich durch das Tor da? Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, da komme ich oben wieder hin, ne? Aber die hat mir ja gerade das Tor aufgemacht, also vielleicht soll ich da reingehen. Mein Problem ist, ich habe Hunger. Dorsch ist nicht so schlimm, da kann ich noch. Mache ich noch was mit. Na, weiß ich nicht. Hier kommen denn die Jungen raus, glaube ich, so war das. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann da nichts drücken. Also, es funktioniert nicht. Wie komme ich wieder hoch? Das ist die andere Frage. Muss ich hier noch irgendwas erkunden? Lass mich doch mal ran hier. Wie denn? Ja, mach doch. Ich kenn schon ausflippen hier. Ich weiß schon, was der von mir will. Kann mich wenigstens noch mal ein bisschen umgucken, wenn ich irgendwas übersehen habe. Für was sind die Dinger da? Ich weiß es nicht. Das nervt mal gerade schon wieder. Brauche ich hier eine Tafel noch oder ich
Kannst du mir nicht nochmal was sagen? Was hier los ist? Alter. Das hier. Nix. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss das Wetter weg sein hier oder so? Ich komme hier auch nicht mehr weg. Außer jetzt da oben durch das Dings. Was soll ich denn machen? Hilfe! Oder ist hier irgendwas defekt, das nicht funktioniert? Wird sie Kusi haben? Dicke. Sag doch mal, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Brauche ich ein anderes Artefakt noch, oder? Mehr jetzt die drücken kann ich nicht. Es geht nicht. Das Ding hat irgendwie eine Macke. Dass hier irgendwas nicht funktioniert gerade. Das ist scheiße. Was ist denn hier? Nee, ist nichts. Ich kann ja auch nicht. Okay, warte mal, ich setze mal nochmal rein. Und check noch mal alles durch ein bisschen. Was für ein Geheimnis? Er hat zwar irgendwas freigeschalten, aber was? Baupläne. Schlufte. Ah, was ist das? Augenstängels, Meeresgrund, Geisterkraut, Lampenbuschprobe. Aha. Ach, das muss ich erst herstellen. Boah. Aber kriege ich das vielleicht sogar alles hier unten? Ich denke mal ja. Guck mal, da ist irgendein Gestrüpp. Mann, Mann, Mann. So, noch mal gucken, was brauche ich? Augenstängel, Langenbuschprobe, was ist das hier? Funktes Ampferblatt. Brauchen wir nicht. Pilzprobe. Wo kriege ich denn das her? Palme. Windgras. Schnecke, wo soll ich denn jetzt bisher holen? Hm. Ich weiß jetzt, was du von mir willst. Wie komme ich denn da wieder hoch? Würde mich mal interessieren. Da komme ich halt da wieder hin, aber das bringt mir nichts. Ich muss da, vielleicht komme ich da hin. Das heißt, ich muss jetzt die ganzen Pflanzen für das Zeug eigentlich sammeln. Dann habe ich eigentlich gedacht, ich finde das hier alles gleich. Dem ist wohl nicht so. Nochmal reingucken. Meereskronensamen. Aber diese Pilzprobe, das, oh Gott. Lampenbuschprobe, Geisterkraut. Geisterkraut könnte ich sogar im U-Boot haben. Ich weiß es nicht genau. Da muss ich hoch. Ja, sehr schön. Oh, Kopf gestoßen. Gut. So. Das heißt, wir müssen hier dann nochmal her. Ist aber nicht ganz so schlimm. Die Frage ist, wie soll ich da hochkommen? Oh. Da mal lang. Uah, sehr schön. So, gibt es hier immer?
Hier ist doch eigentlich Ohrendings. So ein Tor. Da ist ein Tor. Ja. Und das ist eigentlich, um da wieder hochzukommen. Aber wir müssen zurück. Ich habe Hunger und alles. Das heißt, wir müssen dieses Zeug alles suchen. Wie gesagt, und daraus das Enzym herstellen. Aber die Frage ist, wo kriege ich diese Pilzproben her? Da habe ich nicht wirklich einen Plan. Wollen wir das hier gleich nochmal abernten, wenn wir immer hier sind? Ich denke ja. Bum, hopp, runter. Wie langsam die Dinger hier runterburzeln. Als wenn sie im Wasser sind. Aber sie sind es ja nicht. Zwei. Drei. Kann ich doch noch Batterien bauen und alles, ey. Geil. Warte mal, ich kann bestimmt. Aber ich muss erstmal zurück. Ich hab Hunger. Und dann werden wir ganz einfach mal die ganzen Tore durchchecken. Vielleicht kommen wir da zu den ganzen Enzymen. Warte mal, ich habe durch 4 oder 5 Tore gehabt, ne? 5 können es gewesen sein. Vielleicht komme ich dazu zu jedem Dings, wo es das Zeug gibt. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Grüß dich. Mein Daumen. So. Den Deckel. Gut. Dann werden wir uns hier einen Ranzen vollschlagen und trinken und so weiter. Und dann in der nächsten Folge werden wir die Tore durchlaufen. Gut. Dann sind wir am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, einfach Daumen hoch, Abo, Kommentar und so weiter. Die Glocke für regelmäßige Informationen, wenn wieder ein Video hochgeladen wird. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.